Wir haben mit Anga über den Meuchelmörder gesprochen, der es auf Wilf den abgesehen hatte. Anga scheint von der ganzen Geschichte hier noch nicht überzeugt zu sein. Schließlich hatte der Attentäter zwar auf der Folter gestanden, dass ihn der Rat von Zehnstädte gesandt und der Vertreter von Einsamwald bezahlt hätte, bevor er jedoch sagen konnte, wofür genau er das Geld erhalten hatte, war er gestorben. Ja, mehr kann ich ihn wohl nicht fragen. Was könnt ihr mir über Wilf denn sagen? Er war König des Stammes der Würm. Er fiel in einer Schlacht, die eines Königs würdig war, und wurde auf der Toteninsel begraben. Er ist jedoch wieder zum Leben erwacht und behauptet nun, der Geist Jerots. Nun den Geist Jerots in sich zu tragen. Und glaubt ihr ihm? Er versammelte die Stämme und trug uns seine Ansprüche vor. Unser Schamane befragte ihn ausführlich und stellte fest, dass er so gut über das Leben von Jerot Bescheid wusste. Wie hätte er das wissen können, wenn er nicht Jerot wäre? Wir haben mit Anga über Wilfden gesprochen. Anscheinend behauptet Wilfden, vom Geist Jerots besessen zu sein. Laut Anga konnte Wilfden verschiedene Fragen, die ihn darauf... Konnte Wilfden verschiedene Fragen, die ihn daraufhin der Schamane des Stamms zu Jerots Leben stellte, auch genau beantworten. Interessant. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Und wir haben Stufenerhöhungen für Brenoir und Selastra. Oh, sie sind jetzt Stufe 11. Nein, sie ist Stufe 12. Ja. Ein Punkt mit der Axt. Und wir haben zusätzliche Priesterzauber. Der dritten Stufe. Mehr Heilung. Heiliger Schlag. Vereinte Stärke. Nee, vereinte Stärke bringt nichts. Geisterung. Bereich der frischen Luft. Nehmen wir mal den. So, sie auch einen Stufenaufstieg. Jetzt müsste er Stufe 12 sein. Ja, Stufenaufstieg. Auch ein dritter Grad Priesterzauber. Drei Trefferpunkte. Ein ETW. Ein zusätzlicher... Skill. Naja, ist als nächstes Kurzschwert dran. Ja. So, das heißt zurück in die Zehnstädte. Erstens brauchen wir ein Schiff und zweitens, also das ist die Toteninsel, würde ich mal tippen. Und ich muss sagen, das Meer Dualton sieht hier ein bisschen komisch aus auf der Map. Eigentlich sollten noch zwei weitere Städte irgendwo sein. Außer natürlich, hier ist Norden und hier ist Süden. Dann könnte das hinhauen, dass hier unten irgendwo Targos ist. Das hier sieht auch aus wie eine Stadt irgendwie. So, einverstanden. Wir sind wieder zurück. Ich bin erschöpft. Lasst uns eine Weile rasten. Ja, das machen wir auch demnächst. Einverstanden. Jetzt will ich aber wissen, was hier vor sich geht. Sag was vorwärts. Willkommen zurück, meine Freunde. Was kann ich diesmal für euch tun? Wir waren im Barbarenlager. Wir wissen, dass dieser Unterhändler ein vom Rat angeheuerter Meuchelmörder ist. Meuchelmörder, das ist ja lächerlich. Wer hat euch nur solche Lügen aufgetischt?
Jetzt legt mal die Karte auf den Tisch, weil der Marvin wissen, dass ihr etwas mit der Sache zu tun habt. Wilfdin hat den einäugigen Unterhändler hinrichten lassen. Bevor er starb, hat er gestanden, ein angeheuerter Meuchelmörder zu sein. Der dreckige Barbar, den kann man nicht trauen. Warum wird dann ein Unterhändler entsandt, um den Frieden auszuhandeln? Nein, ich glaube, dass Wilfdin die Wahrheit gesagt hat. Ich traue niemanden, am wenigsten windigen Bürokraten, die Meuchelmörder vorschicken. Vielleicht habt ihr recht. Lasst mich euch etwas anderes fragen. Nehmen wir mal das Erste. Selbst wenn ich dieser Anschuldigung der Wahrheit entspreche, könnt ihr nicht beweisen, dass ich etwas mit der Sache zu tun habe. Das werden wir sehen. Wenn wir die Bedrohung durch die Barbaren abgewandt haben, gedenke ich, den Rat über diese Sache zu unterrichten. Schon gut, es stimmt. Ein Meuchelmörder wurde angeheuert, um den Anführer der Barbaren zu töten. Aber ich schwöre euch, dass es nicht meine Idee war. Sie haben mich gezwungen, mitzuspielen. Fahrt fort, wir sind ganz oben. Vor einem Monat kam der Rat zusammen, um Berichte über einen neuen Barbarenkönig zu diskutieren, der die Stämme um sich sammelte, um den Krieg gegen 10 Städte zu führen. Wie üblich konnten sich die Städte nicht auf gemeinsame Maßnahmen einigen. Schließlich musste die Sitzung frühzeitig vertagt werden, um die Streitigkeiten nicht in Handgreiflichkeiten ausarten zu lassen. Noch in der gleichen Nacht hielten einige der Ratsmitglieder, ich zähle auch zu ihnen, ein Geheimtreffen ab, um die Angelegenheit weiter zu erörtern. Bei diesem Treffen schlug jemand den Mord an den Barbarenanführer vor. Selbstverständlich war ich gegen eine solch unehrenhafte Lösung, aber die anderen sagten mir, ich hätte keine andere Wahl. Sie drohten mir, ihren Einfluss geltend zu machen, um mich vom Rat auszuschließen, wenn ich dem Plan nicht zustimme. Ich wurde angewiesen, sofort nach Hause zu gehen und niemandem etwas über das Vorhaben zu erzählen. Sie sagten, sie würden für einen bezahlten Meuchelmörder sorgen, dass ich nur Kontaktperson des Mörders in Einsamwald zu sein bräuchte. Einige Nächte später stand der einäugige Fremde vor der Haustür. Er sagte nur, dass der Rat ihn geschickt habe und dass er eine Unterkunft bräuchte. Ich hatte schreckliche Angst, dass uns jemand zusammen sehen könnte, deshalb bat ich ihn einzutreten. Er schien ein ernstständiger Kerl zu sein. Wir haben uns bis weit in die Nacht hinein unterhalten, meistens über die Politik im Tal, denn ich hatte zu große Angst davor, den Auftragsmord zum Thema zu machen. Am nächsten Morgen brach er zum Lager auf und ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Das ist alles, was ich weiß. Ihr müsst mir glauben. Ich wollte mit dieser ganzen Mordgeschichte nichts zu tun haben. Aber ich hatte keine Wahl. Die anderen hätten mein Leben zerstört, wenn ich mich ihnen widersetzt hätte. Wir glauben euch bald mal, aber ihr seid nicht ganz schuldlos. Ihr hättet den Mut haben sollen, für die Gerechtigkeit anzutreten. Auch auf die Gefahr, dass es euch euren Sitz im Rat gekostet hätte. Also gut, dieses Mal lassen wir euch noch ungeschoren davon kommen. Aber wenn wir herausfinden, dass ihr uns wieder belogen habt, ihr seid nicht nur ein erbärmlicher Lügner, sondern auch noch ein Waschlappen. Einfach jämmerlich, geht mir aus den Augen. Paladin, moralisch, nehmen wir das Erste. Ich fürchte, ihr habt recht. Ich habe mich wie ein egoistischer Feigling verhalten. Ich hätte den Rat von diesem Verrat in Kenntnis setzen müssen, als ich die Gelegenheit dazu hatte. Es ist noch nicht zu spät, das Richtige zu tun. Ihr seid schließlich immer noch der ordnungsgemäße gewählte Vertreter dieser Stadt im Rat. Ihr habt recht, ich bin immer noch Ratsmitglied und als solches halte ich es für meine Pflicht, diese Angelegenheit auf der nächsten Sitzung dem gesamten Rat vorzutragen. Danke, dass ihr mir das klar gemacht habt. Schon in Ordnung, dem wohl, Waldemar. Ja. Wir haben Waldemar. Ist das Herz des Winters? Ja. Oder? Ach nee, hier. Wir haben beide mal über den Meuchelmord zur Rede gestellt, der nach Wilfdins Behauptung von 10 Städte gesandt worden war. Nach etwas Nachbohren hat er schließlich zugegeben, dass es tatsächlich einen geheimen Plan gibt, den Anführer der Barbaren zu töten. Er behauptet, von den anderen Ratsmitgliedern gezwungen worden zu sein, sich an diesem verachtenswerten Vorhaben zu beteiligen. Wir haben ihn einen kurzen Vortrag über die Vorzüge der Wahrheitsliebe und Prinzipientreue gehalten. Er schien durch unsere Worte bewegt zu sein und kündigte an, dass er dem Rat über diesen Vorfall berichten wolle. Gut. Wie kann ich weiter? Es soll geschehen. Weiter. Also, haben wir das. Dann rasten wir einmal.
Nachdem wir Hagrims Level abgemacht haben. Zwei Rettungswürfe alle um zwei reduziert ETW, drei Trefferpunkte und Sagenkunde. Mehr hat er nicht gekriegt, aber das ist ja auch nicht schlimm. Okay, die drei sind alle auf dem selben nächsten Level dran. Du bist etwas früher dran. Also was Erfahrungspunkte angeht. Du bist noch früher dran und du bist dran, wenn die alle dran sind. Dann werdet ihr 13 und ihr 14. Du wirst als nächstes schon 16. Ja, Schurken. Schurken oder... Was ist sie offiziell? Sie ist Dieb. Diebe steigen ziemlich schnell im Level auf. Jedenfalls im ersten Teil. So. Es soll geschehen. Ich schätze, Digby hätte besser auf Emmerichs Warnung hören sollen. Dein Befehl? Vorwärts! Was ist mit Digby passiert? Fragen beantworten. Nee, eine Nacht bitte. Ruhig als König. Nee, Edelmann reicht. Ja, vorwärts! Okay, was ist mit Digby passiert? Vorwärts! Also gut, es ist jetzt Nacht. Ist ein Fallensteller verschwunden? Sag, was du von mir willst. Weiter! Ich wusste genau, dass sowas passiert. Das Rindvieh Emmerich lässt uns keine Falle aufstellen und jetzt hat so ein Biestigbee in Stücke gerissen. Ich schwöre, diesem mickrigen Waldläufer wird jemand das Genick brechen. Was ist passiert? Mein Bruder ist neulich besoffen raus, um Fallen zu prüfen und ist nicht zurückgekommen. Bin ich mit Dolan raus und wir haben ihn mit rausgefetzter Kehle gefunden. Er scheint wirklich ein tollwütiger Bär. Ich sag euch, Emmerich ist ein toter Mann. Wir haben mit Dokal, einem der drei Brüder, gesprochen. Er hat uns erzählt, dass sein Bruder Digby von einem Tier, vermutlich einem Bären, getötet wurde. Ja, das müsste eigentlich zum bösen Wolf gehören? Nein. Nein, das gehört nur zu normalen Aufgaben. Wie kann ich es soll geschehen? In Ordnung. Es könnte aber auch derselbe tollwütige Wolf gewesen sein. Der Emmerich angefallen hat. Mal gucken, vielleicht weiß Emmerich was darüber. Sofort. Fragen beantworten. Was möchtet ihr wissen? Wir haben gehört, dass einer der Fallensteller aus der Stadt die Stadt tot im Wald aufgefunden wurde. Wisst ihr etwas darüber? Ach ja, Digby, ich war nicht überrascht zu hören, dass ein Tier ihn getötet habe. Er hat sein Schicksal geradezu herausgefordert. Ich habe ihn und seine Brüder davor gewarnt, so viele Fallen im Wald aufzustellen. Wie scheint, hat sich der Wald jetzt dafür gerecht. Heißt das, dass derselbe Wolf, der euch angefallen hat, auch für Digbys Tod verantwortlich ist? Ja, ich glaube, es ist derselbe große weiße Wolf. Allerdings würde ich kaum von Mord sprechen. Meiner Meinung nach war es eher ein Fall von Notwehr. Digby und seine Brüder haben so vielen Wölfen das Fell über die Ohren gezogen, dass sie damit einen ganzen Barbarenstamm hätten einkleiden können.
Wir haben mit Emmerich über Digbys vorzeitiges Ende gesprochen. Er scheint zu glauben, dass Digby von demselben großen weißen Wolf getötet wurde, der auch ihn im Wald angegriffen hat. Ich verstehe, ich möchte euch noch etwas fragen. Wir können nur auf sein Warenangebot gucken. Und da hat er jetzt gerade nicht wirklich was, was wir brauchen. In Ordnung. Dein Befehl. Vorwärts. Habt ihr noch was Neues zu sagen? Nö. Ja, weiter. Das heißt, wir müssen jetzt den Bootsmann hier nach einem Boot fragen.